Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein Pferdekaufvideo. Ein relativ spontanes Pferdekaufvideo. Ein Pferdekaufvideo, das eigentlich so überhaupt nicht geplant war. Aber ja, warum ich mir denn jetzt ein Pferd bzw. ein Pony kaufen muss, ja, in Anführungsstrichen muss, das zeige ich euch jetzt, denn ich hatte auf YouTube im Community-Tab eine Umfrage gestartet, die zeige ich euch jetzt mal. So, da ist die Umfrage. Ich hatte euch nämlich gefragt, welches Pony würdet ihr denn gerne in einem Jumpy-Marathon sehen? Denn ich hatte tatsächlich vor, ein neues Jumpy-Marathon-Video aufzunehmen, aber dieses Mal mit einem Pony und nicht mit einem Pferd. Und ja, da standen halt zur Auswahl Connemara-Pony, Asatik-Pony, Gotland-Pony, Jorviksches Starter-Pony und Welsh-Pony. Ihr seht hier schon, über 500 Leute haben abgestimmt. Und das ist relativ eindeutig. Ja, mit 41% hat das Welsh-Pony der dritten Generation gewonnen. Das Problem dabei ist, ich besitze gar kein Welsh-Pony der dritten Generation und ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es an vorderster Stelle steht, also dass es die meisten Stimmen bekommt. Ich hatte tatsächlich eher mit dem Gotland-Pony oder Connemara-Pony gerechnet, weil, ja, die sind doch schon relativ beliebt, aber gut, die Stimmen sagen etwas anderes. Das Welsh-Pony der dritten Generation hat in diesem Falle gewonnen. Und deswegen, weil ich noch keins habe und weil ihr das eben gerne in diesem Jumpy-Marathon sehen wollt, bleibt mir tatsächlich fast nichts anderes übrig, als mir ein Welsh-Pony der dritten Generation zu kaufen. Ja, ihr Lieben, und genau das werde ich jetzt nämlich tun. Ich werde mir ein Welsh-Pony kaufen, der dritten Generation. Ich besitze, wie gesagt, noch gar keines, weil, ja, die haben mich halt optisch so überhaupt nicht angesprochen. Also ich finde, die haben so ein übertriebenes Babyface. Also die haben wirklich eine leicht gebogenen, halt, wo will ich denn hin, so einen leicht gebogenen Nasenrücken, sehr große Augen, sehr große Nüstern. Es sieht halt wirklich aus wie so ein kleines Baby, diese Welsh-Ponys. So, ich muss, glaube ich, jetzt zur Hütte des Einsiedlers, genau. Und das hat mich halt nicht so wirklich angesprochen. Die Welsh-Ponys zählen jetzt auch nicht so wirklich zu meiner absoluten Lieblingsrasse unter den Ponys. Ich glaube, mein allerliebstes Lieblingspony hier in SSO ist das Connemara-Pony. Und ja, hier stehen sie auch schon, die Hübschen. Es gibt, wie viele Farben gibt es denn? Genau, es gibt den Rappen, den Schimmel, es gibt hier diesen Bay Rowan. Dann gibt es da hinten noch den wunderschönen Fuchs. Ich glaube, das ist ein Lichtfuchs, Palomino und diesen dunkelbraunen. Ja, ich glaube, gab es jetzt nicht auch noch eins in der App? So, ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut. Es gibt tatsächlich 7 Welsh-Ponys. Eines gibt es noch in der Star Stable Horses App. Das ist hier. Ich blende euch an dieser Stelle mal ein Bild ein. Das ist der Apfelschimmel oder das Apfelschimmel-Welsh-Pony. Es ist ganz süß, aber das ist tatsächlich unter all den Farben nicht mein Favorit. Ich habe tatsächlich, ja, einige Favoriten. Den Schimmel kaufe ich mir nicht, den Rappen auch nicht und den Bay auch nicht. Also tatsächlich die drei Süßen, die hier stehen, das sind halt so irgendwie meine Favoriten. Na, hier haben wir, Moment, genau, hier haben wir den Fuchs, beziehungsweise den Lichtfuchs, das ist der Dunkelfuchs. Und dann hatten wir hier noch den Palomino. Ne, der Palomino ist mir zu hell, der ist halt schon mega süß, ne? Der hat auch ein zuckersüßes Gesicht durch die Blässe und schöne Abzeichen. Ich glaube tatsächlich, dass es hier der Lichtfuchs wird. Eigentlich war mein Favorit ja der hier, aber wenn ich mir den so anschaue und wenn ich mir diesen hier anschaue, dann spricht mich tatsächlich dieses süße Schätzchen hier an. Und ja, ich würde sagen, den kaufe ich mir jetzt. Ich gebe ihm noch einen Namen, ein Geschlecht und so weiter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich ihn oder sie mir gekauft habe. Und dann zeige ich euch die ganzen Informationen zum Welsh-Pony und die ganzen Animationen, die Frisuren und so weiter. Und ja, ich würde sagen, let's go. Und ich stelle gerade fest, die sind relativ teuer. Die kosten ja mehr als das Clydesdale oder der Trakehner. Die kosten nämlich nur 750. Und das Welsh-Pony kostet 800 Starcoins. Okay. Ich hoffe, das ist es mir wert. So, und da habe ich es tatsächlich getan. Ihr seht hier, das ist mein kleines Lichtfuchs-Welsh-Pony. Und zwar ist es eine Stute geworden. Es ist ein Jungpferd, eben weil es vom Gesicht her einfach nur total jung und babyhaft aussieht. Und ich habe sie, passend zur jetzigen Wettersituation, Summer Heat genannt. Denn wenn ich jetzt auf meine Wetter-App schaue, sind es aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier dieses Video aufnehme, 36 Grad. Und ich finde, der Name ist Summer
Mahid passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Klingt auch ganz süß vom Namen her. Und ja, Lichtfuchs-Welschpony, Summer Heat. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mir dieses Jahr noch eins kaufen werde. Aber gut, ihr habt halt abgestimmt. So, zum Aussehen gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel zu erzählen. Es ist halt, wie gesagt, ein Lichtfuchs. Ne, hat ein schönes rot-bräunliches Fell. Sieht wirklich sehr, sehr niedlich aus. Sehr schick. Oh Gott, die Kameraoptionen sind ja echt mega krass. Hat wunderschöne braune Augen. Also wirklich zuckersüß sieht das aus. Ja. Hier auch von beiden Seiten. Hat eine wunderschöne dicke Blässe im Gesicht. Eine richtig schöne breite Blässe. Geht hier runter natürlich bis zum Schnütchen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich mag ja Pferde mit einer richtig breiten Blässe. Das sieht wirklich super schön aus. Wie gesagt, ja, ist ja klar, bei so einem Lichtfuchs eine cremefarbene Mähne, cremefarbener Schweif und vier Abzeichen an den Beinen. Mal etwas höher, mal nicht so hoch. Sieht wirklich sehr schick aus, ist ein süßes Pony. Also ich finde es wirklich ganz schnucklig. Hätte ich mir, wie gesagt, jetzt nicht gekauft, wenn ich es nicht in Anführungsstrichen muss. Eben wegen dem Jumpy-Marathon. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell zum Pferdefriseur und gucken uns mal die Frisuren auf den Welschponys an. Ich weiß tatsächlich schon gar nicht mehr, was es bei den Welschponys für Frisuren gibt. Ja, ich habe mir, wie gesagt, keines gekauft. Ich habe mir nur ein paar Pferdekaufvideos angeschaut und ja, wir gucken einfach mal. Was gibt's denn da so Feines? So, ja, die Originalmähne ist, wie gesagt, auch relativ kurz. Sieht abgeschnitten aus, aber zum Glück nicht ganz kerzengerade. Ne? Hier ist so ein leichter Bogen drin mit einem eingeflochtenen Zopf. Das finde ich eigentlich sehr süß. Passt zum Welschpony. Da kann ich mich meckern bei Mähne und Schopf. Bei Mähne und Schopf, bei Mähne und Schweif natürlich. So, hier haben wir die Zöpfchen, die eingeflochten. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Nee, ist nicht ganz so meins. Sieht zwar. Oh, der Schweif ist auch eingeflochten. Interessant. Seht ihr, das hatte ich nämlich schon wieder vergessen. Ja, ist okay, aber ist nicht so mein Fall. So, ja, oh, hier haben wir eine schöne lange Mähne. Ui, ist das niedlich. Hm, da wird der Schopf ein bisschen schmaler. Aber der Schweif verändert sich nicht. Das finde ich gut. So, die Stämmen. Das sieht sie richtig frech aus. Also wenn das jetzt ein junger Hengst wäre, dann hätte das auf jeden Fall richtig gut gepasst. Aber bei einer jungen, süßen Stute, ja, nee, eher nicht so. Oh, da kommt aber die Blässe. So richtig schön zur Geltung. Schick sieht's aus. Also die Blässe, nicht die Frisur. Wird der Schweif länger? Nee, der bleibt auch so, wie er ist. Alles klar. Ja, hier haben wir die abgeschorene Frisur. Hm. Ist auch nicht so meins. Dann haben wir hier die Knötchen. Ja, wenn ihr wollt, dass euer Welschpony ein Dressurpferd wird, dann könnt ihr die gerne wählen. Ich wähle die jetzt nicht. Oh, und der Schopf. Ach, warum sage ich immer Schopf? Der Schweif. Der Schweif ist auch eingeflochten. Und hier haben wir auch eingeflochten Zöpfchen, aber die sind kurz. Die passen tatsächlich schon etwas besser zum Welschpony. Also ist meine Meinung. War hier vorne der Schopf auch eingeflochten? Ja. Das ist wirklich ganz knuffig. Ja, und auch hier ist der Schweif eingeflochten. Sehr schön. Hm. Ja, mir gefällt tatsächlich... Ach, hier haben wir ja noch eine. Ach, die hatte ich vergessen zu zeigen. Ach, das ist genau die gleiche Frisur, nur mit ein bisschen mehr abgeschnitten. Hier ist er aber auf jeden Fall kerzengerade. Oha, der sieht der Babykopf hier noch babyhafter aus. Nee, das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Oha. Hä? Der Schopf rutscht da so komisch zur Seite. Okay, das ist interessant. Jetzt muss ich mir das mal kurz von der Seite angucken. Sieht ein bisschen aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Ah, weiß ich nicht. Schwierige Frisur. Ja, der Schweif ändert sich fast gar nicht. Oder er ändert sich nicht. Nee. Mir ist nicht so mein. Entweder die ganz lange Mähne oder die Originalmähne. Oh, sieht schon süß aus. Hm. Ich bin mal gespannt, wie die animiert ist. Deswegen nehme ich jetzt mal die lange Mähne. Oh ja, sieht schon sehr süß aus, ne? So, wir gucken uns das jetzt alles mal an. Da ihr das ja immer gerne mit Ausrüstung seht, packe ich da jetzt einfach mal eine Ausrüstung drauf. So. Nehmen wir gleich mal hier das ganze Regenbogenset. Das ist doch ganz niedlich. So. Ja, die Hufeisen kann ich gleich wegwerfen. So, und dann mache ich mich mal wieder sichtbar. Wo ist hier Wildpferd werden? So, okay. Kann ich die Kamera noch ein bisschen ranzoomen, weil das sieht... Gott, das Welschpony ist halt so klein. Es ist so... Es ist wirklich so mini. Oh Gott.
Ja, es saß die ganze Zeit auf dem Haflinger und jetzt so auf dem Welschpony. Das ist schon ein richtig krasser Unterschied, finde ich. Ja, na gut, egal. Wir gehen erstmal rückwärts. Ein schneller Rückwärtsgang, sehr aktiv, finde ich gut. Die Ohren gehen ein ganz kleines bisschen zur Seite, finde ich auch gut. Gefällt mir sehr gut. Oh, schönes Steigen. Sehr flott. Also die Welschponys sind sehr agil. Cool. Ja, ich hatte wirklich vergessen, wie die Welschponys so drauf sind. Aber bis jetzt bin ich positiv überrascht. Okay. Ja, der Schritt. Schön, schön. Wie heißt das? Nicht versammelt, sondern nee, nicht vergrößerter Schritt. Ach, egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Die Schrittfolge ist auf jeden Fall sehr schön. Sehr, sehr raumgreifend oder wie man auch immer dazu sagt, ne? Ja. Ab. Vollkommen okay, da gibt's nichts zu meckern. Sieht gut aus. Bekannte. Ja. Die Mähne sieht auch sehr schön aus von der Animation her. Gefällt mir. Ja, auch hier kann ich nicht meckern. So. Der Galopp. Da wirkt der Kopf so ein bisschen steif. Warum nimmt er den Kopf so weit nach unten? Mal von der Seite gesehen, ohne Mähne. Ich meine, da ist zwar viel Bewegung im Nacken und im Kopf, aber trotzdem wirkt es steif. Einfach nur wegen der Haltung. Kann euch nicht sagen, genau warum es so krass steif aussieht, aber sieht auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig aus. Aber es ist okay. Es ist wirklich okay. So, und der ganz schnelle. Ja, da nimmt er den Kopf nach vorne und nach unten. Das sieht wirklich aus wie ein richtiger schneller Jagdgalopp, ne? Als würde er wollen. Als würde er wirklich wollen. Die Vorderbeine sind aber ein bisschen. Der nimmt die Vorderbeine nicht so weit hoch. Seht ihr das? Die müssten eigentlich viel mehr hoch in die Luft geworfen werden. Am Ansatz, da, hier, so diese Position. Ein bisschen mehr hochziehen, bisschen mehr anwinkeln, dann würde es auf jeden Fall viel krasser aussehen. Aber ja, auch das ist vollkommen in Ordnung. Ne? So. Vollbremsung. Oha, was ist das? Sieht ja komisch aus. Wartet mal. Was passiert denn da mit dem Kopf und dem Hals? Wartet mal, kann ich das einfangen? Ja, genau diese Position. Oh, die ist sehr merkwürdig. Ja, die Beine sind okay. Von vorne sieht's okay aus. Aber was passiert denn da mit dem Hals? Oha, guck da. Ah, der Kopf verschwindet so ein bisschen im Hals. Und hier, die Muskulatur kommt so mega krass raus. Ah, okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das hätte SSO auf jeden Fall ein bisschen anders lösen können. Auch die Hinterbeine, wenn es wieder aufsteht. Oh, nein, ich wollte nicht in den Fotomodus. Ich wollte anhalten. Moment, guckt mal. Achtet mal so ein bisschen auf die Hinterbeine. Ja, da werden die erst so gestreckt. Also als würde es sich mal kurz so strecken und dann stellt es sich wieder ganz normal hin. So kommt es mir jedenfalls vor. So, und dann wieder richtig hinstellen. Ja, wirkt ein bisschen komisch. Ja, ja. Bin ich nicht ganz so zufrieden tatsächlich. Da gibt es auf jeden Fall schönere Vollbremsungen. So, ja, wir springen mal. Ah, das schlägt es ein bisschen aus mit den Hinterbeinen. Finde ich ganz süß. Die Vorderbeine werden nicht ganz so angezogen. Ja, doch, doch. So. Ja, das ist in Ordnung. Es gibt ja tatsächlich Pferde, die ausschlagen, wenn sie über Hindernisse oder sowas springen müssen, ne? Das gibt es ja. Also ist relativ realistisch, sieht aber wirklich sehr, sehr witzig aus. Ja, kann man machen. Ist in Ordnung. Da habe ich jetzt nicht ganz so viel auszusetzen. So, das Springen, das Steigen, das Stoppen habe ich. Ja, wir springen nochmal ganz kurz im langsamen Galopp. Ob das da anders ist. Nicht wirklich viel. Das schlägt es auch immer noch aus. Die Vorderbeine werden ein bisschen mehr angezogen. Das finde ich ganz toll. Kopfhaltung ist auch ein bisschen anders. Ja, ist aber vollkommen in Ordnung, würde ich mal sagen. So, ja, ihr Lieben, mehr gibt es zum Welschpony eigentlich nicht zu sagen. Ich habe es mir jetzt wirklich nur wegen dem Jumpy-Marathon gekauft und ja, ich finde das Pony okay. Das wird auch wirklich das letzte Welschpony werden, was bei mir einzieht. Es ist ganz cool, ein Welschpony zu besitzen und mal drauf zu sitzen und mal auszuprobieren, wie das dann so ist. Und ja, das Champion-Marathon-Video wird aber, denke ich mal, noch so ein, zwei Wochen brauchen, weil
Ich muss ja für das Chumpy-Marathon-Video erstmal hier meine kleine Summer Heat ausleveln, das ist klar. So wie ich mich kenne, wird es auf jeden Fall ein paar Tage dauern, so 3, 4 Tage ungefähr. Und danach muss ich auch erstmal das Chumpy-Marathon-Video aufnehmen und schneiden und hochladen. Das dauert auch nochmal ein paar Tage. Weil ich bin ja nicht den ganzen Tag online, um jedes Championat hintereinander aufnehmen zu können. Von daher wird das auch noch mal ein paar Tage in Anspruch nehmen. Also ihr müsst euch jetzt noch mal so 1, 2 Wochen gedulden, bis das Champion-Marathon-Video online kommt. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Und ja, so lange müsst ihr euch auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden. Und ja, das war es auf jeden Fall von meinem Welschpony-Pferdekauf-Video. Ich finde es, wie gesagt, okay. Also es ist jetzt nicht mein Hasspferd und ich finde es jetzt auch nicht extrem schlimm, dass ich mir einen Welschpony gekauft habe. Es ist ganz süß, aber es muss jetzt, wie gesagt, kein weiteres Welschpony bei mir einziehen. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.